nicht viel passiert auf beiden Seiten. Ich habe so das Gefühl, wir kontrollieren es vielleicht einen kleinen Ticken besser, laufen Gefahr, ab und zu mal bei Standards vielleicht da erwischt zu werden. Aber ansonsten sind beide Mannschaften noch so ein bisschen in der Abtast- und Antastphase, würde ich mal sagen. Die Abtast- und Antastphase, da haben wir auch was gefunden, was Ihre Mannschaft beeinflusst. 11. Minute, da gab es ein Highlight, wir schauen uns das mal zusammen an. Das war nämlich eine Chance Ihrer Mannschaft, Herr Bornemann, und zwar durch Raphael Katzior. Mondi versucht da zu klären, dann Katzior. Wie haben Sie die Chance gesehen? Ja, Chance, wenn heute Sonntag wäre, ne, dann wäre er über den Spann gerutscht und geht in den Knick, aber heute Samstag. Also die war nicht leicht, also in der Gegend noch Druck von hinten, kriegt nicht ganz so viel Zug auf den Ball. Wenn er vielleicht ein bisschen platzierter kommt, kann es eine Gefahr werden. So, wenn er noch nie mehr Torchancen hat, da war wirklich nicht mehr los in der Halbzeit. Aber das war eine Möglichkeit, aber nicht wirklich eine Torchance. Ein bisschen was mehr war schon los. Hansa Rostock hat mitgespielt und hat teilweise auch gut mitgespielt. Herr Fester, 36. Minute haben wir gefunden. Können wir uns anschauen, ein Torschuss Ihrer Mannschaft. Ich habe nicht gezählt, ich glaube, es war der einzige. Kann das sein? Das ist gut möglich, aber am Ende zählt ja, wie oft der Ball drin ist. Da ist er gerade, der Torschuss gewesen, ging schnell vorbei. Gut, wir haben vorher schon gesagt, Küstenduell ist unsere große Überschrift. Darüber hinaus sind die Kieler hier doch nach wie vor das engagiertere Team, das präsentere Team. Hanel hat den Ball außerhalb des Strafraums gespielt. Und das heißt Rot. Platzverweis für Jörg Hanel. In der 61. Spielminute. Da ist er halt eben einfach 30, 40 Zentimeter zu weit raus. Es ist natürlich eine schwierige Situation, das dann auch umzustellen als Torhüter, da nicht mit der Hand rangehen zu wollen. Oh Mann, ist das bitter. So lange schon im Verein. Dann jetzt wieder ein Zweikampf im Tor. Diesen Zweikampf hat er gewonnen. Das war nicht immer so in der Vergangenheit. Und jetzt ist er erstmal wieder draußen. Wir haben es gerade gesehen, da gibt es keine Diskussion, auch eindeutig außerhalb, aus dem Strafraum. Insofern hat Jörg Hanel Feierabend für heute, unfreiwillig. Der Einzige auf Rostocker Seite, der beim einzigen Aufeinandertreffen im DFB-Pokal mit dabei war. 2:0 hat Rostock damals gewonnen, allerdings in Kiel. So, und dafür kommt jetzt Johannes Brinkies rein. Der hat ja auch gegen Ende der letzten Saison ein paar Spiele gemacht. Noch ein Eigengewächs. Hansa Rostock wie einige. Kam schon als 10-Jähriger hier in die Jugendabteilung. In Mecklenburg-Vorpommern in Grevesmühlen geboren. So, für ihn ging Blacher vom Platz. Feldspieler, jetzt muss er erstmal diese. Doch für Holstein ganz gute Freistoßposition über sich ergehen lassen. Guter Trick, aber bleibt in der Mauer hängen. Nein, Freistoß noch nicht ausgeführt. Das müsste jetzt eventuell die nächste gelbe Karte geben. Ja. Und gibt es. Das ist ja Wahnsinn. Heider kriegt seine zweite gelbe Karte. Und das bedeutet gelb-rot. Aber war er auch derjenige, der den Freistoß ausgeführt hat?
Kommt es darauf an? Ja, das war er. Der Ball war noch nicht frei. Nun gut. Also ich habe schon viele Fußballspiele gesehen, aber sowas ist auch für mich neu. Torwart kriegt rot, Freistoß. Wird zu schnell ausgeführt, gelb-rot für die andere Mannschaft. Ja. So schnell kann ein Vorteil verschwinden. Trotzdem Freistoß, Holstein, Katz, ja, Brinkis. Nochmal Brinkis. Ja, dass da noch ein Rückpass war, darüber könnte man sich auch noch mal streiten, aber jetzt ist mal was los hier im Ostseestadion. Er weint am Mikrofon von Henrik Deichmann. Ja, bei mir steht Jörg Hanel vom Platz geflogen. Sie sind bis zum Schluss in der Außenlinie mitgegangen, mitgefiebert, aber es hat nicht mehr gereicht zum Tor für Hansa Rostock. Wie enttäuscht sind Sie da? Ja, doch, ziemlich. Also wir haben uns wesentlich mehr vorgenommen. Wir wollten natürlich das Spiel gewinnen. Wir haben eine sensationelle Kulisse gehabt, wollten die Euphorie von der Vorbereitung von dem Bayern-Spiel mitnehmen und hier heute endlich einen Dreier landen, weil es endlich wieder losging. Hat uns nicht ganz, geklappt. Woran lag es vor allem bei Hansa? Das wirkte doch sehr nervös, wenig Spielaufbau, wenig Chancen. Ja, wenig Chancen, das stimmt. Wir haben es halt nicht geschafft, in den Kieler 16er zu kommen. Haben vielleicht zwei, drei Sachen vorbereitet, im Mittelfeld ganz gut. Die letzten paar Sachen haben dann nicht geklappt. Letztendlich haben wir leider keine Chance gehabt, so konnten wir dann auch kein Tor schießen. Sie haben lange Zeit hier um die Nummer 1 gekämpft, jetzt sind Sie endlich wieder im Tor. Wie haben Sie dann die Szene nach einer Stunde gesehen, als Sie mit Rot vom Platz geflogen sind? Das will ich gar nicht groß kommentieren, ich komme halt raus. Ich war auch gerade noch mal beim Schiri, ich habe ihn kurz noch mal gefragt. Ganz sicher war er sich auch nicht, das habe ich eigentlich auch in seinen Augen gesehen. Aber er sagt, beim Torwart außerhalb des Strafraums ist Hand, Hand. Ich habe ihn gefragt, ob wir da nicht früher mal auf Absicht entschieden haben. Da sagt er, nein, beim Torhüter ist egal, von daher, was soll ich dazu sagen? Er hat es leider so entschieden, okay. Sie haben die Kulisse angesprochen, tolle Hansa-Fans hier, die wirklich 90 Minuten lang Dampf gemacht haben. Was können Sie denen versprechen für die Zukunft? Werden die Hansa-Spieler diesem Dampf folgen von den Fans? Ja, wir wollen auf alle Fälle mehr nach vorne spielen, das ist klar. Wir wollen mehr Aktionen nach vorne haben und ich hoffe, dass die Fans in zwei Wochen wieder da sind, beziehungsweise die lange Auswärtsfahrt mitmachen. Und dann kann ich auch versprechen, dass wir mehr nach vorne tun werden. Danke, alles Gute für die Zukunft. Ben Wotzen, bitte. 0:0 trennen sich Hansa Rostock und Holstein Kiel. Die beiden Trainer sind bei mir. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Andreas Bergmann. Hallo. Und Carsten Neitzel. Ich glaube, wir müssen uns nicht groß warm machen. Lassen uns gleich über die entscheidenden Spielszenen sprechen. Ich glaube, Sie wissen, worum es geht. Alle Aktionen so rund um die 60. Minute, die schauen wir uns auch mal an. Jörg Hane, wir haben ihn gerade gehört, bekam da die rote Karte, läuft hier vorne. Herr Bergmann, ging da alles mit rechten Dingen zu? Das kann ich so noch nicht sagen. Ich habe es noch nicht gesehen. Und von meiner Warte aus, ich sehe es jetzt gerade. Jetzt kommt's. Und das war zu weit weg jetzt. Wir schieben gleich noch mal eine Zeitlupe hinterher, jetzt sind wir es besser sehen. Von dieser Einstellung noch besser. Ja, er geht so, natürlich macht er so, ne? Das ist ja, dass er die Hand mit in die Fläche nimmt, aber es ist eben müßig drüber zu reden. Es passiert und danach war das Spiel sowieso sehr zerfahren. Und da haben, glaube ich, beide Mannschaften keine Ruhe mehr reingekriegt, zumal dann noch Holstein Kiel noch die Gelb-Rote bekommen hat. Und dann bei den Temperaturen haben beide Mannschaften sehr zerfahren die letzten Minuten gewirkt. Lassen Sie uns noch kurz über Jörg Hane sprechen. Er ist der dienstälteste Hansa-Profi, also der dienstälteste Profi ihrer Mannschaft. Letzte Saison 2 Spiele gemacht, jetzt den Machtkampf um die Nummer 1 offensichtlich gewonnen. Was schätzen Sie so an dem? Ich nehme erstmal ein anderes Wort als Machtkampf, sondern es ist einfach eine professionelle Sache, dass zwei Jungs um diesen Platz streiten und die beiden sich auch sehr gut verstehen. Ich habe einen tollen Torwarttrainer und Kollegen, das ist Andi Reinke, der mit den beiden arbeitet. Und er hat sich so entschieden und ich unterstütze das natürlich. Und wie Sie schon sagten, ein sehr erfahrener Spieler und der jetzt einfach seine Chance hat. Und der Pommes, der wird da schon mit umgehen. Und wir haben ja gesehen, wie schnell wie Fußball ist und dann brauche ich ihn schon wieder. Herr Neitzel, diese Szene ging weiter. Also mit der 60. war nicht gleich Schluss, sondern Ihre Mannschaft sollte den Freistoß ausführen. Und dann gab es eine gelb-rote Karte. Auch die schauen wir uns gemeinsam an. Und vielleicht können Sie uns sagen, ob da alles mit rechten Dingen zugegangen ist an dieser Stelle. Ja, das kann ich relativ zügig beantworten, weil ich da nicht hinschauen muss. Das war ein ganz normales Missverständnis. Der Schiedsrichter sagt, dass der Freistoß angepfiffen werden sollte. Kollege Heider spielt den Ball an, weil er aus dem Publikum gepfiffen gehört hat. Das ist alles. Und deswegen gab es dann die gelb-rote Karte. Heidi war vorher verwarnt.
Und jetzt kann man damit so und so umgehen. Es ist passiert, können es nicht mehr zurückdrehen. Und schade, weil wirklich, wie Andy gerade sagte, nach den beiden Karten waren die, war das Spiel dann wirklich sehr, sehr zu fahren. Und trotzdem musst du immer Acht haben. Ja? Musst immer Acht haben. Du selbst kannst davon mit einer intelligenten Aktion dann den letzten Punch setzen und darfst ihn aber nicht zulassen. Das hat für beide Mannschaften gezählt und das haben sie dann unterm Strich so gemacht, dass wir mit dem 0-0 relativ zufrieden nach Hause fahren. Also alle Dinge auf jeden Fall, das können wir festhalten, regelkonform. Das Spiel haben sie vielleicht nicht schöner gemacht. Jetzt haben sie sich ja hier wieder getroffen nach etwas längerer Zeit und vor allen Dingen auch nach einer gemeinsamen Zeit beim VfL Bochum. War das Ergebnis dann letztendlich, wenn man das ganze Spiel betrachtet, für Sie beide vor dem Hintergrund, dass Sie sich auch gut kennen, eigentlich okay? Nee, ich würde erst mal sagen, aus dem Sportlichen sehe ich auch, dass es okay ist, dieses Unentschieden. Und natürlich hätte ich ungern gegen Kalle verloren und umgekehrt wahrscheinlich auch. Und wünsche ihm bei allen anderen Spielen, die er hat, sehr viel Erfolg. Aber in dem nächsten Spiel, wo wir noch mal dahin müssen, da bin ich noch mal gegen ihn. Aber sonst würde ich mich freuen, wenn er so viel Erfolg hat wie möglich. Herr Neitzel, das Ergebnis für Sie okay? Das Ergebnis ist okay, auf jeden Fall. Ich denke, damit kann Hansa und Andy genauso leben wie wir. Wobei ich sagen muss, wir haben natürlich in der zweiten Halbzeit, in der 54. Minute, einen Riesen, der gar nicht zum Riesen geworden ist, weil Schiedi den Ball von ihm rumbekommt. Wenn er den Ball von rum bekommt, steht Heidi 10 Meter blank vom Tor und hat eine Riesenchance, aber reinmacht ist die andere Sache. Deswegen trotzdem nehmen wir den Punkt hier gern mit, weil für uns war es wichtig, dass wir mit der Mannschaft, die zum großen Teil zusammengeblieben ist, zeigen, dass wir konkurrenzfähig sind. Wir wollten punkten direkt hier und erst am vierten Spieltag. Uns ist beides gelungen. Es gibt Luft nach oben, das ist normal. Und deswegen können wir beide, Andy und ich, damit leben und fahren in einer großen Hitze in einem klimatisierten Bus nach Hause. Ja, ist schön warm hier bei uns in der Ecke. Ich freue mich trotzdem, dass Sie gekommen sind. Herr Bergmann, Carsten Neitzel hat es gesagt, die Mannschaft ist zusammengeblieben. Das kann man von Ihrer Mannschaft nicht behaupten. Gut, jetzt sind Sie auch neu dazugekommen, von daher ist für Sie ohnehin alles neu. Aber inwieweit spürt man das, dass die Truppe ganz schön durchgemischt worden ist im Vergleich zur letzten Saison? Die letzte Saison war ja relativ negativ und die kann ich auch gar nicht so beurteilen. Ich habe sie von der Ferne vielleicht ein bisschen beobachten können. Natürlich ist das jetzt eine völlig neu zusammenstrukturierte Mannschaft und man hat ja heute auch gesehen, dass wir noch eine Menge brauchen im Zusammenspiel und auch in der Durchschlagskraft nach vorne. Uns fehlen auch noch der ein oder andere Spieler, der noch dazukommt. Wir sind mit 10 Mann im Training angefangen und haben am Schluss dann, die A-Jugend hat ja auch noch eine tolle Erfolge gehabt, die sind später gekommen. Also dieser Entwicklungsprozess geht ja weit in die Saison hinein und deswegen war es heute vielleicht auch ganz gut, dass wir kein negatives Erlebnis hatten, aber auch gemerkt haben, dass wir noch eine Menge arbeiten müssen. So, ich gönne Ihnen den klimatisierten Bus. Danke, Herr Berg. Ich fahre leider nicht mit. Oder die Kabine. Danke, Herr Neitzel. Vielen Dank fürs Kommen. Und Sie, liebe Zuschauer,